Yo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen mal wieder hier auf dem Kanal zu einem weiteren Modern Warfare Video. Gestern haben wir so ein kleines Playlist-Update in Modern Warfare bekommen und wir haben jetzt endlich Solos bekommen für Warzone, was sehr, sehr nice ist. Wir haben das Ganze gestern ordentlich getestet, ein paar Wins geholt, wird auf jeden Fall alles im Verlauf des Videos kommen. Und wie ihr im Titel gelesen habt, zeige ich euch heute meine persönlich beste Klasse für den Solo-Modus, auch in den anderen Modus bzw. im normalen Battle Royale ist diese Klasse sehr, sehr nice. Deswegen gibt es die Klasse auf jeden Fall im Verlauf des Videos, deswegen bleibt gerne dran und nochmal Dankeschön für den heftigen Support. Gestern im Stream war echt krank. Und ja, wenn ihr neu auf dem Kanal seid und keine Modern Warfare Videos in Zukunft verpassen wollt, lasst gerne ein kostenloses Abo, da würde mich echt mega freuen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst es auch gerne einen Daumen nach oben da. Und jetzt würde ich sagen, viel Spaß mit meinen ersten Solo-Runden in Call of Duty Modern Warfare. Battle Royale, Warzone, let's go. Erste Runde Solo in Modern Warfare. So, der Spot hier ist absolut OP. Das Ding ist, dieser Spot befindet sich eigentlich meistens relativ außerhalb der Zone, also nicht zu weit weg. Aber er ist auf jeden Fall sehr OP, weil man, wenn man alleine hier landet, so viel Geld hat. Er ist hier irgendwo in der Nähe. Was? Oha, Digga. Oha. Und wir haben noch nicht mal alles gelootet und haben jetzt schon 8000 Dollar. Okay, 10.000. Perfekt. Perfekter Start, würde ich sagen. So, jetzt hole ich mir schnell meine eigenen Klassen und dann gehen wir ein bisschen aggressiv rein. Let's go. Ich muss echt sagen, dieses System mit Munition und alles ist echt sehr, sehr nice gemacht. Auch das ganze Wiederbeleben. Man kann seine Teammates immer wieder wiederbeleben. Das ist echt gut gemacht. Ich habe echt die Befürchtung, dass in dem Modus extrem gekämpft wird. Wie gesagt, falls ihr neu auf dem Kanal seid und keine Streams, Videos, alles über Warzone und Modern Warfare verpassen wollt, lasst gerne ein kostenloses Abo da. Würde mich echt mega freuen. Also ich werde, glaube ich, das Ganze so einstellen, dass ich mit einem Klick quasi die Sachen aufhebe und dann mit gedrückt nachlade. Okay, Digga, wo? Er ist oben im Haus, Digga. Was ist dein Problem? Ja, ja. Einfach easy, Digga. Einfach easy. Ich muss echt sagen, diese Klasse ist einfach nur Liebe pur. Diese Kilo-Klasse, ich glaube, da ist einer drin. Und dann noch die Sniper als Zweiter, was einfach extrem nice. Hit. Digga, was ist heute los? Die Sniper-Shots sitzen. Okay, 46 Leute noch am Leben. Sehr, sehr nice. Ja, 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 ja. Oh, was? Was ist hier los? Nein. Nein, nein, nein. Nein, 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 nein. Okay, Digga, RIP. Ah, let's go. Der eine Gegner müsste noch hier irgendwo sein. Ich hoffe, ich kann mich anschleichen. Okay, let's go. Wo ist er? Er ist hier drin. Uff. Okay, 5 Kills, 38 Leute am Start. Gulag ist einfach Liebe. Ah, besser ist es, Digga. Ich habe immer Angst, wenn sowas passiert, dass er sich einfach umdreht und mich einfach killt. So. Oh, 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 oh. Let's go. 7 Kills, nice. Erste Runde. Hit. Ah. Shieldbreak. Nein. Ich will meine Munition nicht für ihn verschwenden. Ah, er zieht durch, Digga. Er ist direkt hinter der Wand. Muss sie pushen. Komm, Digga. Wo ist er? Wo ist er? Nein, 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 nein. Jetzt nicht, Digga. Jetzt nicht. Er checkt nicht, dass er mich nicht hat, er checkt's nicht. Er muss, er muss, er muss. Er muss, er muss, er muss. Digga, was ist hier los? Let's go! Da ist das Ding! Da ist das Ding! Was ist hier los? Let's go! First try! Solo-Sieg! Was ist hier los? GG's!
Yo! Uff. First Try mit meiner absoluten Lieblingsklasse, Kilo X AX50. Ist ja irgendwie früher rausgesprungen, er muss ja eigentlich noch hier. Oh nein, rip mein Aim. Oh, Digga, was? Okay, Gasmaske, perfekt. Ah, ah, ah! Okay, da oben. Kommen wir da hin? Ist es noch in der Zone? Ja, ne? Ach, du Hund, Digga, du Hund! Ja, genau, genau, genau. Ja, let's go. Hätte sein können, dass irgendwelche Leute halt einfach Sachen übrig gelassen hätten. Ah! Du Hund! Du hässlicher, kleiner Hund, Digga. Genau. Ich habe echt Angst. Wenn der schon da gelegen hat, wird er nicht der Einzige geblieben sein, oder? Okay, alles gelootet. Nicht mal irgendwie Munition. Digga, ich geb's auf. Ich geb's auf, Digga. Oha! Loot ist einfach fertig, Digga. Mehr brauche ich nicht. Okay, Selbstheilung aktiv, let's go. Oha! Da ist der nächste, let's go. hinter mir, Klaus. Mach nicht das Auge. Was? Ich bin tot. Nee, ich bin echt gar nicht mehr da, Digga. Ich bin gar nicht mehr da. Okay, es sind zwei Leute, sie checken nicht, dass ich tot bin. Oha. Wie habe ich das überlebt? Gut, dass da noch ein anderer Gegner war, der mich irgendwie so halbwegs gesaved hat. Ich bräuchte einen Sniper oder so. Ich wusste es. So. Also wenn der nicht weiß, dass ich da bin, dann weiß ich auch nicht. Nein. Er muss selber in die Zone und er fuckt mich ab. Ich hasse sowas. Okay, da ist noch einer. Nein, nicht nachladen. Oh. Da muss doch noch ein anderer sein. Da muss doch noch ein anderer sein, Digga. Kann doch nicht immer auf mich gehen. Er ist von rechts. Nein, er 31er. Er chillt irgendwo außerhalb der Zone. Oder am Rand der Zone und geiert auf mich. Ah, wie viele Kills? 11 Kills. So, bevor es jetzt weitergeht, zeige ich euch erstmal mein persönlich bestes Klassensetup für den Solo-Modus in Warzone. Und wie ihr schon im Video sehen konntet, haben wir auf jeden Fall die Kilo am Start und die AX50. Bei der Kilo-Klasse nehmt ihr bei der Mündung den Monolith-Schalldämpfer, was das letzte ist, was man freischalten kann, den Singard Arms 19,8 Zoll Lauf für die effektive Reichweite, die Kugelgeschwindigkeit und die Rückschusskontrolle. Dann beim Visier haben wir das GI Mini-Rotpunkt-Visier. Dann beim Schaft haben wir den Singard Arms Scharfschützen Pro Schaft für Zielstabilität. Beim Unterlauf haben wir den taktischen Vordergriff. Das wären auf jeden Fall erstmal die Aufsätze für die Kilo. Ich bin auf jeden Fall aktuell immer ein bisschen am Wechseln. Also ihr habt gemerkt im Video, teilweise reicht die Munition nicht aus. Deswegen könnt ihr das Ganze auch so machen, dass ihr zum Beispiel das Rotpunktvisier oder den Unterlauf wegpackt und dann dafür einfach 50 Schuss oder 60 Schuss oder vielleicht sogar 100 Schuss Magazin draufpackt. Denn dann habt ihr wirklich keine Probleme mit den Gegnern mehr, beziehungsweise habt genug Munition, um jeden Gegner auszuschalten. Und hier als Zweitwaffe haben wir die AX50, wirklich ein absolutes Biest. Bei der Mündung haben wir wieder den Monolith-Schalldämpfer für die Reichweite und die Geräuschschalldämpfung. Am Lauf haben wir den Singard Arms Pro Lauf, das ist der erste, den man freischalten kann. Dann den taktischen Laser, damit die Waffe ein bisschen schneller reinzieht. Dann beim Schaft nehmen wir den Singard Arms Attentäterschaft für die ZV-Geschwindigkeit und beim Griff das gemusterte Griffband für die ZV-Geschwindigkeit. Dann bei den Extras benutze ich KRD, Overkill und Schrapnell. Theoretisch könnt ihr auch bei KRD vielleicht auf kaltblütig wechseln, da werdet ihr nicht für Thermalvisiere sichtbar sein. Und bei Premiere habe ich hier die Claymore dabei und was ganz wichtig ist, der Herzschlagsensor. Und das Ganze ist auf jeden Fall ein extrem nices Klassensetup mit der Kilo und der AX50. Testet das Ganze gerne und schreibt mir eure Meinung dazu in die Kommentare und jetzt würde ich sagen, geht's weiter mit dem Video. Let's go. Okay, man hört aber auch nichts auf der Map. Es ist gar nichts los hier, gefühlt. Oder? Muss hier sein. Nein, er sitzt da. Digga, was ist... Nein, hör auf. Ja, er ist der beste Spieler der Welt. Check das, check das, check das. Er checkt's nicht, er checkt's nicht. Er checkt's nicht, er checkt's einfach nicht. Wie lost. Nein, er sniped mich. Oha, was? Digga, was?
Wir haben uns einfach gleichzeitig gekillt. Ich gehe jetzt einfach hoch auf Risikobasis. Wenn jetzt noch einer noch weiter oben ist, wäre belastend. Aber sonst ist guter Spot hier. 6 Leute noch am Leben. Okay, sie spielen so defensiv. 5 Leute, wo sollen die denn alle sein auf diesem Minispot? So. Da ist er. Da ist das Ding. Da ist das Ding. Da ist das Ding. Digga. Let's go. War zwar jetzt nicht so extrem viel Action in der Runde, aber den Win nehme ich mit. Das Gameplay, was ihr im Hintergrund gleich sehen werdet, ist auf jeden Fall vor dem Update entstanden. Allerdings spiele ich dort wieder mit der Kilo- und AX50-Klasse, die sehr, sehr OP ist. Kann man, denke ich, auch gleich im Gameplay sehen. Und ja, jetzt viel Spaß mit der Runde. Zwei down. Einer noch. Einen gehittet oben auf dem Berg. Noch ein. Oben down. Glaube ich. Komm. Von links. Auf den Treppen. Da liegen Haus auf dem. Zwei Leute bringen. So einen habe ich gekillt auf dem Boden. Bleib weiblich. Ja, easy, easy. So ist gut. Er ist rechts, revived. Let's go, Digga. Let's go. Komm, auf geht's. Let's go, da ist es, oder? Da ist yes, es, Digga. Ja, Mann. Geil. Die Jungs. So, das wär's jetzt auch von dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ja, lasst einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr neu seid und keine Videos in Zukunft verpassen wollt, lasst auch gerne ein kostenloses Abo. Da würde mich echt mega freuen. Solo-Modus in Warzone ist sehr, sehr nice geworden. Also die Runden, die ich jetzt gestern gezockt habe, war sehr, sehr nice. Bin auf jeden Fall sehr gespannt, wie sich dieser Modus in Zukunft jetzt noch entwickeln wird. Hat auf jeden Fall unnormal Spaß gemacht, Leute. Und das wär's von mir. Haut rein. Ciao, bis zum nächsten Mal. Peace.